Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und ich stehe vor einem 10-Jährigen. Das Sondermodell Robeta 10th Anniversary Edition, 50 Stück. Auf Apollo oder Helios gibt es hier ein top ausgestattetes Sondermodell. Mit spezieller Front, coolen Felgen und einem InDesign, das wir uns jetzt mal anschauen werden. Der Innenraum toll ausgeleuchtet, das sieht man jetzt schon von außen. Und der Rest des Innenraums in Braun-Grautönen gehalten. Es riecht hier drin nach frischem Leder und was wir gleich mal sehen am Eingang, großer Dinette-Tisch. Ist der immer so groß? Nee, ist er eigentlich nicht, denn hier ist schon das Anbauteil dran, das einfach dran gesteckt wird. Und das kann man dann ganz einfach wegnehmen. Aber wohin damit dann? Naja, warum legen wir es nicht hier oben hin? Da gibt es nämlich ein Fach mit Klappe. Da passt es rein. Zufälle gibt's, die gibt's ja gar nicht. Der Tisch auch generell ein bisschen was Besonderes, denn er hat einen sehr stabil wirkenden Standfuß, der mittig steht, sodass man auch relativ leicht sich hinsetzen kann und sieht sehr massiv aus. Ich zeige euch mal meine schicken Beine. Also hier sitzt man vorzüglich und der Tisch kann hier gedreht und geschoben werden in sämtliche Achsen und Richtung, das ist eine coole Sache. Und ihr schaukelt leicht, ne? Das Auto wackelt halt, wenn man sich bewegt. Und ihr müsst ja auch unbedingt auf den schicken Polstern sitzen, ne? Ist ja immer das Gleiche. Aber weiter geht's. Über der Dinette haben wir Fächer und die floppen hoch, knallen aber nicht oben an. So gehört sich das. Und Achtung, wenn man sie zuhaut, passiert da auch nichts. Soft Close. Das Fach hier oben habe ich euch gerade schon gezeigt. Da verschwindet ja die Verlängerung des Tisches, aber cool ist, wir haben hier ein elektrisches Dachfenster verbaut mit einer Lampe drin, die ist jetzt aber nur für die Messe. Über diesen Knopf wird es auf und zu gemacht und dieses elektrische Feature soll verhindern, dass bei höheren Geschwindigkeiten das Dachfenster auffloppt. Das habe ich selber auch schon erlebt und ist echt nervig und wenn das so verhindert wird, ist das eine super Sache. Ganz schicke Ledersitze haben wir hier und nach denen kann man auch navigieren irgendwie, denn hier wurden Landkarten so nachgestellt. Schöne Idee und sieht gut aus. Und saubequem sind sie auch, das ist natürlich auch wichtig. Gehen wir eine Etage tiefer, sehen wir richtig viel Stauraum hier für Schuhe zum Beispiel. Das verschwindet unter dem Dinette-Tisch dann. Unter der Dinette-Sitzbank sehen wir da linksseitig den Frostschutzwächter und Elektronik. Unter der Sitzbank finden wir die Truma-Heizung leicht zugänglich und noch ein bisschen weitere Elektronikbauteile und einen Haufen Kabel. Sieht alles schön und aufgeräumt aus. Heizungsauslässe einmal da hinten an der Wand und einmal auch eine coole Sache unten am Boden. Ein schöner Bodenauslass. Und geradeaus an der Wand Strom. Auch wichtig. Gut erreichbar da eigentlich. Und für die, die heute noch TV brauchen, gibt es natürlich auch entsprechende Anschlüsse. Die Dinette echt edel gemacht, sehr schick über die Farbe. Der eine mag es, der andere nicht, aber das Design ist stimmig. Und für gutes Licht auf den Cockpit sitzen haben wir hier noch eine coole Beleuchtung verbaut. Die habe ich in Zottel auch. Die ist echt hell und dimmbar. Unter dem Beifahrersitz, jetzt nicht zu sehen, hockt der Wechselrichter. Hat entweder 1200, glaube ich, oder 2000 Watt, so plus minus. Der ballert ordentlich raus. Links oberhalb von der Küche, über dem Eingang, dann noch die ganzen Panels zur Bedienung. Und rechts der große, das ist der Inverter, der zugeschaltet wird mit Vorrangschaltung. Verdunklung selbstverständlich vorne an den Türen dabei. Wie auch hier vorne am Cockpit kann man hochziehen von unten. Ich denke, das ist bekannt. Im Cockpit thront da noch ein riesen Blaupunkt-Radio-Navigationssystem, vermute ich, ohne mich damit wirklich auszukennen. Lederbelag auf den Armlehnen des Fahrzeugs. Plastik ist hier auch nicht zu sehen. Hier die Wand schön verkleidet. Das sehen wir auch hier an der linken Seite. Das Fenster, den Rahmen sieht man, alles andere ist schön versteckt. Und jetzt gehen wir in die Küche. Küchenblock, hallo. Erstmal sieht er richtig schön aus. Hat am Boden eine coole Beleuchtung, kleine süße LED-Spots. Das viele Licht, das hier scheint, wird befeuert mit einer 100 Amperestunden Lithium-Batterie. Die ist inklusive, aber eine zweite täte dem Ganzen dann wahrscheinlich auch noch gut.
Die Küchenzeile ist hier verlängerbar. Man hat allerdings eine kleine Stufe. Ebenerdig gefällt mir persönlich immer besser, aber die Stufe ist klein. Die Befestigung von unten sieht ordentlich aus. Ich mag es immer ganz gerne, wenn da zwei Stabilisatoren von unten gegenwirken. Und auch hier, das zieht sich durch den ganzen Van. Einfach loslassen und es räumt sich auf. Das ist echt schön. Auch sehr schön und eher selten zu sehen. Links, rechts ein Brenner, in der Mitte das Waschbecken. Das ist echt cool, denn so kommen sich keine Töpfe in Knüpp. Und es ist einfach mal was anderes. Es ist schön fürs Auge. Und das Material hier ist nicht Plastik, das ist glasartig. Was auch immer genau, kann ich aber nicht sagen. Aber massiv. Was unter der Küche dann hervorkommt an Schubladen, sind zwei riesige Dinger. Die sind nicht unterteilt. Das ist eine große Schublade oben und noch eine zweite große Schublade unten. Sehr tief, da passt viel rein. Und hier haben wir noch ein kleines Fach direkt am Eingang für Kleinzeug. Schuhe, Pantoffeln oder was auch immer. Die Küche macht einen sehr schönen, sehr wertigen Eindruck. Tolles Kochfeld, schön ausgeleuchtet. Und jetzt gehen wir mal nach hinten in Richtung Badezimmer, oder? Was meint ihr? Aber hey, Moment mal, wo ist eigentlich der Kühlschrank? Den Kühlschrank finden wir hier unten, praktisch gegenüberliegend vom Badzugang. Den haben sie jetzt hier praktisch an die engste Stelle des Vans gebaut. Ich habe euch jetzt mal aufs Bett gestellt. Guck mal in den Kühlschrank rein und das Coole ist, man muss sich nicht hinwürgen, denn der geht anders auf. Denn wo man jetzt bei anderen Herstellern würgen müsste, geht hier der Kühlschrank einfach anders auf, nämlich so und man kommt da hervorragend dran. Flaschen und Großteile hier unten leicht rauszunehmen und es geht cool weiter. Und hier sehen wir noch das Gefrierfach auch zum Rausziehen. Hier kann man auch noch mal rausziehen und dann den Rest rausholen. Also vom Zugang her super, vom Volumen her könnte auch größer sein, ehrlich gesagt. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, der Kühlschrank ist einer, der mit Strom läuft, Kompressor. Ja, und noch immer nicht Bad, denn das kennt ihr schon, wer hier ein bisschen zuguckt. Dieses schicke Fach für eine schöne Whiskyflasche, ein paar schöne Gläser, die sind hier aufgeräumt. Man könnte auch Friedrich reinsetzen, wenn er mal nicht spurt. Wenn ihr Friedrich nicht kennt, dann empfehle ich euch, unsere Reisevideos zu schauen, dann lernt ihr Friedrich kennen. Das hier ist ein nettes Design-Gimmick. Man muss es nicht haben, aber es schaut schön aus fürs Auge. Was gibt es sonst noch so an Stauraum? Oberhalb der Küche natürlich einiges, schöne große Fächer. Wenn wir nach rechts schwenken, gibt es hier noch eine Vorbereitung für eine Kaffeemaschine oder sowas. Und darunter eben das schick ausgeleuchtete Fach. Und wer Strom sucht, der wird auch fündig. Unter dem schönen Lichtfach gibt es noch ein weiteres. Viele kleine Fächer, um Zeug zu verstauen. So Leute, jetzt aber Bad, oder? Kommt wieder was dazwischen? Nein, natürlich nicht. Bad. Ich stehe schon drin eigentlich. Ja, geht ihr mal rein. Willkommen im Bad. Wir haben eine Banktoilette, Waschbecken, das sich hin und her drehen lässt. Jetzt ist es gerade im Betriebsmodus, würde ich mal sagen. Dreht man es weg, magnetisch gehalten, ist es weg und man kann duschen. Ja, jetzt wart ihr ja drin. Ich gehe wieder rein und guck mal, ob man hier duschen kann. Kann man. Gut Platz, gut zum Drehen. Wir sind hier in einem 636. Also hätte mir auch gewundert, wenn es anders wäre. Man steht hier gut. Neue Schiebetür. Von innen wasserdicht. Ploppt hier gut ein. Magnetisch gehalten. Das verhebt also auch bei der Fahrt. Super cool. Und tolle Platzverhältnisse. Und auch hier passt alles. Zwei Abläufe und links oben rechts ein. So gehört sich das. Statt eines Fensters an der Wand gibt es Spiegel. Deswegen seht ihr mich jetzt gerade. Aber wir haben auch ein großes Dachfenster oben. Also die Feuchtigkeit wird man da schon los. Ich schwenke das Waschbecken mal wieder zurück. Denn das Klo will ich ja natürlich auch testen. Ich sitze hier gut, habe oben in der Breite schön Platz. Nach vorne auch. Hier nach links geht es auch. Da ist zwar das Waschbecken dann irgendwann. Wenn man sehr dicke Schenkel hat, könnte man hier drankommen. Aber das kann man auch wegnehmen. Und dann hat man viel mehr Platz. Über dem WC, unterhalb vom Dachfenster, haben wir noch ein Schränkchen für Stauraum. Darunter kann man seine Handtücher aufhängen. Und das Klopapier hängt da rechts, wenn es welches hat.
Kurzer Blick noch aufs Klo. Hier haben wir eine normale Chemietoilette drin, aber Robeta ab Werk jetzt auch Biotoy drin, Trenntoilette. Das ist eine coole Sache. Einer von wenigen Herstellern, der das jetzt anbietet, ab Werk. Wir verlassen das Bad, machen die schöne, leicht laufende und ruhige Schiebetür wieder zu und gucken ins Schlafzimmer. Und auf dem Weg ins Schlafzimmer stolpern wir hier links noch über eine Klappe. Da kann man Sachen reinhängen. Auch eine praktische Sache. Durchgang in den Keller aus dem Wohnbereich. Und guck mal, wie süß der auch beleuchtet ist mit diesen kleinen LED-Spots. Und Schienen sieht man auch von hier, aber wir gucken da noch von hinten rein. Aber uns interessiert das hier, Längsbetten zum Schlafen. Was am Einstieg gleich klar wird, dass Bett in Fahrtrichtung gesehen rechts ist länger als jenes auf der anderen Seite. Das Bad frisst halt ein bisschen weg. Wenn man dann aber den Blick schweifen lässt, sieht man schon, dass es sich hier nicht um kurze Betten handelt. Wieder mal und immer noch bin ich 1,80 Meter. Das ändert sich auch nicht mehr, wird maximal weniger. Leg mich hier mal hin. Ganz schön viel Kissen hier und dann noch hier so ein komisches. Das Bett ist jetzt gerade noch hinten ein bisschen in Lesestellung, hochgeklappt, die Matratze, beziehungsweise Lattenrost. Hab's flach gelegt jetzt. Und jetzt gucken wir mal, was das Bett kann. Wow. Okay. Platz ohne Ende. Also ich liege hier top. Bequem und lang genug. Eugen, wie lang ist das Bett? 2,10 Meter. 2,10 Meter, da kann ja noch wachsen. Ja, genau. Ei, der Blitz und das andere, wo ihr jetzt das steht? Das ist 1,90. Das ja. Reicht auch noch für den Co-Pilot. Das ist gewaltig. Cool, habt ihr geil gemacht. Und lustigerweise ist das Bett echt groß. Aber der Rest im Van hat halt auch Platz, ne? Bad, Dinette, Küche. Hier wird gezaubert, habe ich den Eindruck. Hier wird gezaubert. Hier hinten im Bett kann man sich durchaus wohlfühlen. Und auch noch cool ist, alles schön verkleidet mit Stoff. Das fühlt sich gut an, das hebt ewig. Vor allem hier an der Hecktür und an der Schiebetür haben sie neues Material. Extrem robust, kratzfest. Da kann man mit dem Kugelschreiber mal drüber gehen, wenn er nicht gerade aktiviert ist. Und das ist abriebfest ohne Ende. Und ich glaube, wenn ihr das hier seht, dann glaubt ihr mir auch, dass es hier Stauraum ohne Ende gibt. Denn auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Nur hinten haben wir keine Kästen. In diesem Jubiläumsfahrzeug, das seht ihr hier, Boxen hinten links, Boxen hinten rechts, kann alles mit dem Fernsehsignal vermischt werden und man kann hier Fernsehen im super Stereo, Surround, schlag mich tot. Aber natürlich kann man auch Musik hören und YouTube und was auch immer, Spotify streamen. Beliebt, wie man mir hier sagte, ist auch der Ventilator über dem hinteren Heki. Der zieht und bläst und ist schön beleuchtet. Und hier kommen wir eigentlich auch schon rückwärts durch den schmalsten Bereich des Vans. Wenn ich hier durchlaufe, dann kann ich das nur mit Mühe gerade. Also man läuft hier so ein bisschen leicht schräg durch. Aber ich glaube, das kann man verschmerzen. Nachdem wir jetzt im Innenraum alles gesehen haben, gehen wir mal raus. Wenig überraschend, wenn oben drüber viel Platz ist, ist unten drunter auch viel Platz. Riesengarage, hier nochmal der Blick auf die Airline-Schienen. Rechts noch ein Fach, das schnell zugänglich und offen ist. Schöner Auszug, da passt auch noch das eine oder andere rein. Wir liegen hier auch komplett durch auf Lattenrosten. Kein Holzuntergrund. Schnellzugang zum Gasfach. Der langsame Zugang geht oben übers Bett. Im weiteren Verlauf nach hinten durchgehend auch nochmal große Verliese. Das hintere mit Schiebrollo, also Platz hat es auch hier gut. Und ganz hinten rechts nochmal irgendein Zugang. Na Wahnsinn. Ich vermute jetzt einfach mal, mehr Platz braucht es nicht wirklich im Keller. Und bei dem Jubiläumsfahrzeug auch dabei schon, Fliegenviechgitter hinten, das ist eine tolle Sache. Auch schön zu sehen, Robeta setzt auch auf Ersatzrad, das ist immer wieder schön. Gewichtsprobleme haben sie ja hier nicht durch den Leichtbau, durch die R-Variante. Versteht sich von selbst, oder? Dass hier eine Markise natürlich auch dabei ist. Auf dem Fahrzeug ist noch ordentlich Solar verbaut, auch das ist schon mit dabei bei diesem Sondermodell. Genauso wie ein Fliegenviechgitter hier vorne
an der Tür und auch an allen Fenstern und Verdunklung logischerweise auch. Und das Fliegenviechgitter kommt hier nicht in einem U-Profil wie bei anderen, wo der Dreck sich immer sammelt, sondern hier sammelt sich kein Dreck. Der fliegt einfach raus, das ist sehr angenehm. Außengasanschluss kommt bei dem Sondermodell auch mit. Und natürlich Außendusche auch mit dabei. Das Fahrzeug ist wirklich komplett, einmal alles. Neben dem Zugang zur Kassettentoilette finden wir dann auch noch den Kamin der Truma Dieselheizung. Naja, fast komplett, denn das seitliche Badezimmerfenster ist hier nicht. Das muss man dann aufzeichnen im Nachgang. Der Van kommt auch mit einem elektrischen Grauwasserablassventil. Macht es also recht einfach. Und fette Felgen von Borbet. Die sehen schon cool aus. Passend zum Van. Wir sind hier einfach nicht im Billigsegment. Das muss, glaube ich, nach dem Van auch jedem klar sein, oder? Ich habe mich nochmal zurück in die Dinette gesetzt nach dem kurzen Spaziergang nach außen. Und ich darf sagen, dieses Sondermodell zum 10-Jährigen hat es echt in sich. Geil ausgestattet. Echt der Hammer. Da ist alles drin. Da bedarf es keine Optionenliste mehr, sondern den könnt ihr ankreuzen, kaufen und mitnehmen, wenn er irgendwann geliefert wird. Toller Van. Schon allein dieser Ledergeruch, wenn man hier drin sitzt, der mir immer wieder hier durch die Nase steigt. Super schön gemacht, praktisches Bad, tolle Küche, viel Stauraum, tolle Betten, lang genug. Schönes Design, wenn man auf dieses Cognac-braunfarbene steht. Das ist natürlich Geschmackssache. Das Sondermodell, und das haben Sondermodelle so an sich, kommt in dieser Ausstattung und nicht in einer anderen. Und Kritikpunkte sind nicht leicht zu finden. Einer vielleicht hier, der Durchgang nach hinten, der echt schmal geraten ist durch den hohen Aufbau hier auf meiner jetzt rechten Seite natürlich. Aber das wäre jetzt beileibe nicht ein K.O.-Kriterium für diesen Van. Das ist einfach etwas, da gewöhnt man sich dran und damit lebt man. Alles andere ist hier tipptopp gemacht und richtig schön umgesetzt. Wer jetzt allerdings ein Schnäppchen Preis erwartet, der wird möglicherweise ein wenig enttäuscht, denn sowas kostet. Das kostet in der Produktion, das kostet in den Materialien und wie gesagt, hier ist alles drin, es braucht nicht mehr. Und dann kommt man auf einen finalen Preis von ca. 93.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber man kriegt ja auch eine Menge Van. Ja, und mit diesen Worten sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal, schaut bei Robeta vorbei. Entweder bei eurem Händler oder hier auf der Messe. Die freuen sich immer auf Besuch und keine Sorge, ich verkaufe Zottel nicht. Ich werde mir jetzt keinen Orbeta kaufen, sondern hier rausgehen, auch wenn es schwerfällt. Super Van. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Ich stehe auf der CMT. Nee. Wenn man dann aber den Blick schleifen. Wenn man dann aber den Blick schweifen lässt. Und ich darf sagen, dieses Sondermodell.